strong. Okay. Ein bisschen leise machen, liebe Freunde, denn heute schauen wir uns mal was ganz Spezielles an. Es geht um einen Helden, wenn nicht sogar den Helden meiner Kindheit. Es geht natürlich um Genzo Wakabayashi, die coolste Zeichentrickfigur, die es jemals gab. Leider heißt das Spiel aber Captain Tsubasa, weil das so ein bisschen die Hauptfigur war. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Tsubasa war wahrscheinlich eine der langweiligsten Charaktere bei die Superkickers. Es gibt so viele geile Charaktere, zum Beispiel Genzo Wakabayashi oder Hyuga, wie er später hieß, oder Hyuga, wie er zum Anfang heißt. Aber Tsubasa wahrscheinlich noch eine wirklich mit der langweiligsten Charaktere in der ganzen Anime-Serie. Aber ich habe es geliebt. Und es ist vor ein paar Tagen ein Spiel dazu rausgekommen. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns das mal an, spielen das mal so eine halbe, dreiviertel Stunde an. Vielleicht schneide ich das auch ein bisschen zusammen, weil, ehrlich gesagt, ich zu wenig Zeit habe, so ein Kokolores irgendwie effektiv zu zocken. Aber um es mal ein bisschen anzuspielen, habe ich auf jeden Fall Bock. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, wenn es funktioniert, weil ich, wie ihr seht, hier gerade in einem Raum in meiner neuen Wohnung sitze und das erste Mal hier was aufnehme und ab morgen erst Internet habe, weswegen das jetzt hier hoffentlich trotzdem funktioniert. Es scheint einen Offline-Modus zu geben, deswegen springen wir mal rein. Ich habe, das erstmal noch ein bisschen leiser machen, habe ein Tutorial sozusagen schon durchgemacht. Und kann euch versprechen, das wird jetzt gleich spieltechnisch ganz großes Entertainment. Und man muss ganz ehrlich sagen, so Gameplay-mäßig läuft es anderen großen Titeln von EA aus demselben Genre doch bei weitem dem Rang ab. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, was ich gar nicht mache. Wir fangen halt einfach mal so die Reise an. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sich das zieht, was da. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Also, die Reise ist ein Einzelspielermodus, in dem du zwei Geschichten erlebst. Folge Tsubasa durch das aufregende Mittelschul-Landesturnier in Episode Tsubasa oder trainiere einen eigenen Helden in Episode Neuer Held. Das klingt natürlich schon mal äußerst interessant. In beiden sind die Spieleinstellungen festgelegt und an die Geschichte angepasst. Episode Tsubasa ist für Neulinge und eignet sich, um das Spiel zu erlernen. Und ist für Spieler gedacht, die schon Erfahrung haben. Bis auf das Tutorial habe ich jetzt keine Erfahrung und wahrscheinlich muss man dann jetzt erst aufwendig einen Held basteln. Aber ich mag auch den Tsubasa an und für sich nicht per se so sehr. Episode Tsubasa, neuer Held. Basteln wir uns jetzt einen neuen Held? Okay, Spiel, dann fangen wir erstmal mit Tsubasa an. Gut. Achso, das mit dem Japanesisch ist natürlich Standard. Es gibt bloß deutsche Untertitel. Ich hoffe, ihr könnt alle Deutsch lesen. Okay. Das waren 15-50 Meter Sprints. 15-50 Meter Sprints. Okay. Weiter. Namkatsu MS Fußballverein MF Tsubasa Osora. Kennen wir, denke ich. Mamoru Isawa sagt mir jetzt nichts. Atmet mal durch und dann teilt euch für das Training in Teams auf. Alles klar. Fußballverein Mittelfeldspieler. Mamoru Isawa. Ja. Ich kann euch nicht hören. Etwas mehr Energie bitte. Ryo Ishizaki. Ishizaki kennt man natürlich. Für Leute, die Tsubasa Osora geschaut haben. Oder Captain. Nee, Superkickers. So hieß es dann. Nicht zu verwechseln mit den Kickers. Das waren die mit Gregor und Mario und Kevin. Kevin. Hoi!
Hakime, das war der mit dem lustigen einzelnen Hasenzahn. Ich kann kaum... Ja, es ist mal eigentlich euer Gelatsch, ist mal so ein bisschen... Ja. Ha, ja, der andere Torwart. Yuzo Morisaki, den keiner kennt, weil jeder bloß Wakabayashi sehen will. Ich kenne mir das sowieso, glaube ich, keine anderen Torhüter außer Wakabayashi. Ja, dieser Kampfkoloss. Shingo Takasugi, hätte ich jetzt den Namen auch nicht gewusst. Alles klar. Alles klar, das ist die, die immer alle angefeuert hat. Ach, die ist Trainer, also ist okay. Okay. Ja, sie hat uns ein T-Shirt mitgemacht. Danke! Ja, ist das jetzt hier bloß Gelatsch oder so? Ja. Ist ja ein Eindruck zu Basa. Ja, weißt du, zu Basa ist was so. Hauptfigur ist, deswegen bekommt er ein frisches Handtuch. Achso, übrigens haben wir in dem Tutorial gegen keinen anderen gespielt. Aus, wir haben mit der japanischen Jugendnationalmannschaft gegen die deutsche Auswahl gespielt und gegen Karl-Heinz Schneider natürlich. Katagiri ist da. Herr Katagiri. Hi. Hi. Dann begrüßen wir mal den Herrn Katagiri. Hey, das ist eine gute Frage, habe ich mich auch gefragt, wer das jetzt ist. Wird hier auch mal Fußball gespielt, oder? Ach, das ist der Typ. Ja, der Tsubasa ist ja dann nach Brasilien gegangen. Später, wie wir alle wissen. Das war dann, glaube ich, auch so die Zeit, als der Hyuga auf einmal Hyuga hieß. Fun Fact. Hi. Habe ich irgendwann die Zeit gestoppt? Wie lange hier eigentlich? Ja, ich will jetzt mal irgendwann... Hieß es nicht, dass es hier um irgendeine Meisterschaft geht, oder? Ich will ja jetzt nicht Japanisch lernen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, Brasilien, jawohl, großer Traum. Weltmeistertitel, alles klar. Geht es aber nicht um irgendein Schulturnier? Schon fertig geredet, Ishizaki. War eine halbe Stunde, ging das jetzt. Zeit für ein Trainingsspiel. Hoi! Acht. War's jetzt mit dem Spiel, oder was? Ah! Hyuga! Kuchiro, Hyuga! Er ist jetzt geboxt oder was? Schau mal kurz vorbei. Eine Herausforderung. Er hat immer so geile hochgekrempelte Ärmel gehabt. Das wollte ich auch immer. Hochgekrempelte Ärmel. Traum, der sich bis heute leider nicht erfüllt hat. Ichiban! Ichiban, Lippenstift für Männer. Ja. Hanshi Uraba, Otomos, Otomo, das Fußballverein Captain. Boah, das ist echt ganz schön viel Gelatsch. Entschuldigt mich, aber ich glaube, jetzt passiert was.
Nein. Also, ist das so gewollt, dass ich hier nichts spielen muss? Oder brauche eigentlich bloß den einen Knopf hier, um weiter zu drücken? Alles klar. Passiert jetzt was? Nö. Dann mach's gut, schön, dass du da warst, Hugo. Auf jeden Fall. Denn die dich nass machen, musst du halt mal trainieren und nicht hier bloß blöd rumlatschen. Tutorial mit den Tackling. Ja, komm, dass wir überhaupt mal was spielen. Ja, die Alte interessiert mich eigentlich nicht. Bin da nicht so. Ja, wir müssen irgendwas drücken. Das zeigt. Aus Erfahrung. Das zeigt uns jetzt eh nochmal da oben rechts. Und da, quasi da, wo jetzt mein Kopf hier drüber ist. Hier unter mir. Genau, AB, Alter, guck doch das an. Krass, den hab ich nass gemacht. Oh, jetzt muss ich verteidigen. Mit einem schnellen Tackling. Ist aber irgendwie nichts passiert. Also müssen wir mal ganz von vorne anfangen, oder was? Alter! Übelster Move. Bist bei FIFA so nicht. Okay, jetzt nochmal. Was muss ich drücken? RB. Ah, nee. Alter! Hat mich nass gemacht, der Junge. Ja, ja, Spielerwillen, alles klar. Nankatsu gegen Nankatsu? Partie starten? Auf jeden Fall. Wollen wir mal noch ein Spiel sehen? Kurzer Pass mit A, ja, ja. So, Tutorial-Herausforderung. Spiel zwei kurze Pässe. Schaffen wir. Yes, Alter. Okay, spielen einen langen Pass. Das haben wir gemacht, ne? Y für einen Steilpass. Jawohl, war auch kein Problem. Zonenaktivierung mit LT. Alter, wenn der Torwart einen Schuss in den Gegnerabwehr verliert, er Willen. Je weniger Willen, desto eher geht der Schuss rein. Er hat diese Willens. Tsubasa, wo ist der Tsubasa? Das war nix. Alter, voll von hinten weggenommen. Ja, wo ist denn? Bin ich doof? Der Tsubasa ist nirgendwo. Spielt er überhaupt bei mir? Das ist so krass. Fouls und sowas und Karten gibt's ja übrigens nicht. Das ist doch super. Ach, muss ich auf die andere Richtung spielen oder was? Nee. Der Ball ist mein Freund. Es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Es war einfach nicht korrekt.
ist der jetzt wieder? Erziele ein Tor. Ja. Jetzt? Alter, guckt euch an! Den kann er nicht halten. Den kann er einfach nicht halten. Morisaki! Ja! Ja, Wakabayashi hätte den auf jeden Fall gehalten. Wakabayashi hat in seinem Leben alles gehalten. Ich glaube, verträgt den Apfelsaft nicht. Ich überspringe das mal wieder ein bisschen. Es passiert ja noch was Aufregendes. Das haben sie sich gefreut. Oh, hey. Ich kann irgendwelche Erinnerungen zu Basa. Ich habe irgendwelche Erinnerungen freigeschalten. Die uns wahrscheinlich nicht interessieren. So, nächste Partie. Shizuka Regionalrunden gegen Otomo MS. Das machen wir mal vielleicht noch. Wenn nicht wieder zu viel gelabert wird. Ja, es geht los. Es geht gleich los. Der Meisterbanner. Wir müssen Titelverteidiger. Okay, alles klar. Kein Druck, no pressure. So, der mit dem Kreuz auf der Stirn. Ich bin ein bisschen an Charles Manson, aber... Ja, für den nicht, wir haben Tsubasa. Was hat denn der für einen Zahn? Deine Eltern kein Geld für eine Zahnspange oder was? Ja, schwarzes Bild mit Text. Ist sehr kontrastreich, aber... Alter, ich wollte doch bloß das Spiel spielen. Warum haben wir jetzt eigentlich so komische rot-grüne Trikots? Nankatsu hat immer weiß-blau, das weiß jeder. Die dritte Meisterschaft, na gut. Wie wir alle wissen, warum ihr euch fragt, warum Wakabayashi und Tsubasa haben doch immer zusammengespielt. Bei der Auswahl von Nankatsu, das ist hier geht's jetzt bloß um die Schule. Nankatsu hat mehrere Schulen und Tsubasa spielt in der einen, Wakabayashi an der anderen. Und wenn die Stadt eine Mannschaft, wenn die als eine Mannschaft, dann kann ich euch erklären, weil die restlichen Gespräche hier sind noch uninteressanter als das, was ich euch erzähle. Man kann das nicht überspringen. Ich raste aus! Ach, weil die Arschlöcher in Weiß spielen, oder was? Müssen wir so... die alten Trikots von Portugal anziehen, oder was? Wie cool die alle dastehen! Der Typ mit dem Kreuz auf der Stirn ist mir irgendwie ungeheuer. Und da ist auch noch, der hat keine schwarzen Haare! Und der Torwart auch nicht. Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Aber jetzt nochmal gelabert. Es ist. Aber ich finde es gut, dass man es überspringen kann. Meistens jedenfalls. Geht's jetzt los? Jetzt? Geht jetzt das Spiel los? Nein, ich will jetzt mal richtig was spielen, bitte. Ach, jetzt? Fertig. Ja. Ja, bitte.
Vertreter des albanischen Fußballs wird Sebastian seinen Freunden nach der Landesmeisterschaft. Okay, also müssen wir die scheinbar erst gewinnen, sonst keine Hilfe. So, okay, alles klar, wir passen die zu Tode. Alter, die gehen hier drauf. Alter, Alter, was war denn das? Ein Wurf. Yes, Alter. Taki, bester Mann. Einfach, wir spielen einfach die Zeit runter. Wir spielen einfach die Zeit runter. Da oben das Gelbe ist übrigens die Anzeige, ne? Die Willensanzeige. Alter, das ist hier schon was anderes. Taki. Alter. Gerade. Alter, ernsthaft. Alter, das war knapp. Sollte das so passieren? Sollte das Bild so verschoben sein? Okay, also das, die beiden mögen sich absolut nicht. Alter! Was ich? Den hat er gehalten. Von dem Typen. Halten wir uns. Alter, das war ein schlechter Pass. Yes, Alter. Alter, ist das alles schnell. Ist irgendwo, wo ist denn der Tsubasa? Den hat er, fordere mich. Alter, warum ist der Tsubasa da erstmal viel zu weit hinten? Ah, fuck. Was? Machst du ein erfolgreiches Tackling in dem gerade? Ich weiß nicht, ich probier's einfach, ob ich das hinkrieg. Nein, keine Ahnung. Alter, was macht der? Nicht mit Oda. Boah, Alter, das ist mir echt zu aufregend. Taki. Taki, scheiße. Tsubasa, jetzt, Alter. Bring den Tsubasa ins Spiel. Alter, der Pass war scheiße. Was? What? Was passiert jetzt? Kann mich nicht aufhalten. Ich muss gleich wahrscheinlich wieder so. Alter! Alter, Ishizaki, Alter! Was? Was ist denn der Tsubasa? Spielt jetzt nochmal mit, oder wie? Gut oder schieß halt nicht. Was? Ja, ist er. Der macht uns fertig hier, ne? Der macht uns richtig fertig. Der macht uns jetzt richtig fertig. Der macht uns richtig fertig. Alter, den hat er. Es stockt zwar, aber den hat er. Das war schlecht. Der Torwart ist bald fertig. Unser Torwart ist bald fertig. Scheiße, das sollte nicht passieren.
Schlechter Pass, schlechter Pass. Alter, das ist aber ein Vieh, der Sechser. Schau doch von da mal das Ding rein. Alter. Was? Alter, das sieht nicht gut aus. Ich frage mal irgendjemanden. Hallo? Alter. Ich glaube, der ist gut. Alter, vor allem, wir sind erst 23 Minuten gespielt. Ich gehe ja fast tot, ey. Ich kann echt nur mal. Der Tsubasa müsste jetzt langsam mal irgendwie. Das war's. Alter, Leute, das war's. Wir werden hier. Nein. Okay. Komm, Tsubasa. Alter, jetzt mach los. Warum rückt er nicht mal mit auf? Kann man irgendwie das nicht? Alter, wenn er das Ding jetzt wieder nicht reinmacht. Alter, wieder. Bester Mann. Alter, Wakabayashi ist ein Scheißdreck gegen den Kerl. Ey, die Sache ist halt die, das... Gutes Ding. Was? Warum gibt es Eckball? Ich weiß ja manchmal nicht, was passiert. Alter, die spielen ihn so teilweise ganz schön an der Wand. Was? War jetzt auf einmal Halbzeit? Ich hab nicht. Ich war so gefangen. Achso, das ist schon das Finale. Ja, alles klar. Eigentlich. Hi. Wie wär's denn, wenn der Tsubasa jetzt einfach mal irgendwie vorne spielen würde? Ja, scheißegal, scheißegal, scheißegal. Es gibt eine zweite Halbzeit, scheißegal. So, Ballbesitz. Wir haben mehr Ballbesitz. Wir haben aber echt nur zwei Schüsse aufs Tor. Ich weiß nicht, wie ich hier Leute wechseln kann oder so. Das war's. Das gibt für mich keinen Sinn. Ja, war ein cooles Tor. Alter! Wir waren teilweise echt zu lang zum Aufladen, das bringt gar nichts.
Nicht mit oder. Nicht mit oder. Können irgendwie immer so super krass zu dem zuspielen. Ey. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn der nicht abspielt. Ah, okay. Den hat er sicher. Guter Mann. Wieder, ey, so ein scheiß Pass vom Tsubasa, voll unrealistisch. Ich weiß halt leider echt nicht so richtig, wie man die Spieler wechselt. Ey, der Tsubasa spielt echt richtig beschissene Pässe, ne? Das ist doch Wahnsinn. Es gibt auch irgendwie Spieler, die nicht so, sagen wir mal, Spezialfähigkeiten. Alter! Hau ja das Ding rein zu Basa, sonst wirst du ausgewechselt. Absolut kein Problem. Guckt euch das. Das war mal ein richtiger Spielzug hier. Jetzt ein Scheiß, den die ganzen Zeit machen. Und dann aus 5 Metern das Ding frontal auf den Torwart geknallt. Und man muss nicht zielen, man braucht bloß Gewalt. Da ist einfach. Ich. Da geht wieder rein. Ne, den hat er. Der Oda, der kann, glaube ich, nochmal. Jetzt muss ich wieder irgendwas drücken, oder? Taki, Alter, also mach hier mal. Ist irgendwo irgendjemand? Alter! Das gibt's doch nicht! Ich glaube, den kann man nicht aufhalten. Ja, jetzt habe ich den wieder. Jawohl. So klären wir das hier. Aber wenn der Pass schon wieder richtig beschissen war. Und der da nicht spielen will. Jawohl. Komm, einen guten Angriff. Tsubasa, der ist fertig. Der spielt immer so beschissene Bälle. Boah, Alter. Ich glaube, ohne Scheiß auch mehr als. Alter, der Oda gefällt mir, bester Mann. Ah, das war wieder Tsubasa, oder?
Oh, Alter, Direktabnahme. Direktabnahme. Aber zweite Etage. Ja, laber nicht so viel. Ich will das Spiel mal noch irgendwie zu Ende bringen. Ja, das ist mir klar, wie das Spiel funktioniert. Alter, da ist irgendein brauner Fleck auf dem Feld. So. Das sieht gut aus. Nein, du sollst... Ich hab doch das gedrückt, dass du so Sachen machst. Jetzt spielt er das Ding wieder nach vorne. Warum können die so super geile Pässe spielen und ich kann das nicht? Ja, jetzt wird das erstmal wieder. Alter! Ich weiß halt, ich drück hier alles, was ich kann, aber so selber Personen wechseln, das geht irgendwie nicht so richtig. Achso, wir sind schon in der Nachspielzeit, ich verstehe. Es geht bis 60. Okay, das war abzusehen. Der unhaltbare Volley-Falkenschuss aus dem Lauf. Okay. Aber das bringt mir ja nichts, wenn der das kann, oder? Ey, der ist so scheiße. Der muss echt immer so lange aufladen. Das bringt echt. Die müssen irgendwie scheinbar gar nicht aufladen, oder? Tja, Freunde, war abzusehen irgendwie. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Das müssen wir dann jetzt theoretisch nochmal erneut versuchen. Aber... ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu aufreibend. Das ist... Alter, ich krämpfe in den Händen. Es ist auf jeden Fall lustig, mal für zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es die... Ich glaube 39,90 oder sowas, was es gekostet hat. Ob es das unbedingt wert war. Puh. Es ist witzig. Ich finde es cool, dass die ganzen Charaktere dabei sind. Ist halt wirklich eine schöne Erinnerung an meine, an die Helden meiner Kindheit. Auch wenn wir jetzt Wakabayashi und auch Hyuga relativ wenig gesehen haben. Wakabayashi eigentlich gar nicht. Aber es ist ganz witzig. Wenn ihr Interesse habt, dass wir mal mehrere Spiele in so nicht kompletten Let's Play-Formaten, sondern einfach mal ein bisschen anzocken, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten für allen anderen Scheiß gerne Kanal abonnieren. Das wäre sehr, sehr nett. Ansonsten, ja, soll es mal hier von Captain Tsubasa gewesen sein. In dem Sinne. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht bis zum nächsten kleinen Spiel, was wir zusammen uns anschauen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.